Der unschlagbare De Novo-Kopierschutz wurde angeblich komplett geknackt. Ark darf nicht als Early Access-Spiel auf die PS4 kommen und Pokémon Go bekommt für einige ausgewählte Spieler wieder einen funktionierenden Tracker. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Bislang galt der Kopierschutz De Novo als unbezwingbar, bis jetzt vor wenigen Tagen ein Cracker es geschafft hat, durch das Ausnutzen einer Sicherheitslücke zumindest temporär Zugriff auf 7 Spiele, darunter Rise of the Tomb Raider, Doom und Just Cause 3 zu ermöglichen. Da dachte man schon, das wäre die Spitze des Eisbergs. Wenig später hat jetzt aber ein zweiter Cracker erklärt, er hätte am Beispiel von Rise of the Tomb Raider eine Variante gefunden, um diesen Kopierschutz vollständig auszuhebeln. Dazu hat er ein eigenes Programm geschrieben, das Muster von De Novo erkannt hat und danach einen Patch gemacht, der die Exe den Lizenzcheck und den Anti-Debug-Check angepasst hat und damit soll Rise of the Tomb Raider dauerhaft spielbar sein. Ausprobiert wurde das bisher nur mit Rise of the Tomb Raider. Theoretisch müsste diese Variante bei allen Spielen, die De Novo verwenden, greifen, aber natürlich müsste das Programm dazu entsprechend angepasst werden. Ich weiß, das klingt jetzt nach einem großen Triumph der Raubkopierer im Kampf gegen die Kopierschutzentwickler, aber man sollte sich vor Augen halten, dass der Kopierschutz genau das getan hat, wofür er entwickelt worden ist. Rise of the Tomb Raider wurde jetzt erst mehrere Monate nach dem Release geknackt, das heißt, so lange waren die Verkäufe des Spiels da erstmal nicht gefährdet. Aber trotzdem, man merkt, was für eine Anziehungskraft das hat, denn selbst bei diesem temporären Sicherheitslückenproblem wurden die Spiele über 600.000 Mal illegal heruntergeladen. Something isn't right. Das Dino-Spiel Ark Survival Evolved darf nicht als Early Access-Version für die PlayStation 4 erscheinen. Das berichten die Macher von Wildcard im offiziellen Forum und erklären, dass Sony ihnen verboten hat, das Spiel da zu veröffentlichen, bevor die Entwicklungsarbeiten nicht vollständig abgeschlossen sind. Es gibt intern bei Wildcard schon eine funktionierende PS4-Version, die ist aber bei weitem noch nicht beendet. Immerhin haben die Entwickler von Wildcard auch kürzlich erst angekündigt, dass die eigentlich getrennten Spiele Ark Survival Evolved und Ark Survival of the Fittest, also der PvP-Ableger, wieder in ein Spiel zusammengeführt werden sollen und bis diese Zusammenführung abgeschlossen ist, ruhen wohl die Entwicklungsarbeiten an der Konsolenversion. Übrigens, bei Xbox gibt es mit dem Xbox Preview Program durchaus die Möglichkeit, auch auf der Konsole Early Access Spiele zu spielen. Oh my God! What is going on here? Nach dem massiven Shitstorm rund um die Entfernung der Entfernungsanzeige in Pokémon Go gibt es jetzt mit einem Update zumindest für einen ausgewählten Teil der Spieler wieder eine funktionierende Entfernungsanzeige. Wer nämlich die aktuelle Android-Version 0.33.0 bzw. die Version 1.3.0 auf iOS runterlädt, der bekommt eine neue Form dieser Pokémon-Entfernungsanzeige, also nicht mehr diese Tatzen- oder Pfotenanzeige, sondern ein neues System, bei dem man sehen kann, welche Pokémon bei welchem Pokéstop drumherum in einem Umkreis liegen. Sollten diese Pokémon aber nicht im Umkreis von 40 Meter um einen Pokéstop liegen, dann hilft einem das neue System auch nicht weiter. Immerhin kann man so jetzt wieder halbwegs gezielt nach Pokémon suchen. Das hat für viel Ärger gesorgt, da die Betreiber von Niantic auch Drittanbieter-Tracker deaktiviert haben. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.